Verantwortung für Natur. Was bedeutet das für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft, aber vielleicht auch für uns als Institutionen? Das sind einige der Fragen, mit denen wir versuchen, jetzt hier ein bisschen zu plaudern. Und ich freue mich unheimlich, dass wir alle hier sind. Herr Turner, Ihre Verantwortung für Natur. Ja, also ich habe mich erstmal am Fortpflanzungsprozess beteiligt und dem versuche ich jetzt, also den Konsequenzen daraus so gerecht zu werden. Das ist schon mal mein Beitrag. Wunderbar, das ist selbstlos oder vielleicht doch eher im eigenen Interesse? Das stellt sich raus. Sagen Sie, Sie haben sich doch auch viel damit beschäftigt, wie man den Menschen von etwas überzeugen kann. Sie haben viel im Marketing gearbeitet, Sie sind Herausgeber einer bedeutenden, wichtigen Zeitung. Was können wir als Naturkundemuseum, als vielleicht Stimme für Natur besser machen? Ich finde, Sie machen das, wissen Sie aber auch, ich finde, Sie machen schon eine ganze Menge richtig. Also als ich in Vorbereitung des heutigen Gespräches mich auseinandergesetzt habe mit den Überlegungen, die Sie jetzt aufgenommen haben oder verdichtet haben, da hat mich eine Sache ganz besonders gefreut, weil sie nicht selbstverständlich ist. Es gibt in der Wissenschaftsszene eine gar nicht so wenig verbreitete Grundhaltung, entweder ich bin für die Forschung oder ich bin für die Öffentlichkeit. Das ist aus meiner Sicht ein Gegensatz, den nur mittelmäßige Forscher so sehen. Oder schlechte. Ich finde es maßlos arrogant, bis an die Grenze der Dummheit. Und immer wenn ich es höre, attackiere ich die Beteiligten scharf bis an die Grenze der Beleidigung, um ein kleines bisschen Erschütterung zu erreichen. Fast alle Forschung wird bezahlt von der Öffentlichkeit. Und wenn man dann sagt, ihr könnt mich mal, dann ist es aus meiner Sicht ein Ausdruck von vom Leben in einer Blase, die gar nicht weiß, was ihre Voraussetzungen sind. Und wenn ich bei Ihnen lese, wenn ich vor allen Dingen sehe, wie enorm Sie ein Magnet geworden sind für die Leute, die es bezahlen, für die Steuerzahler, für die ganz normalen Bürger, ob sie jetzt eine tolle Ausbildung haben oder nicht. Und auf der anderen Seite, wie es ihnen gelingt, auch die wissenschaftliche Reputation des Hauses zu steigern, dann machen sie schon so viel richtig, dass ich mich mit klugen Ratschlägen an der Stelle zurückhalte und sage, einfach machen Sie weiter so und infizieren Sie vielleicht noch den einen oder anderen Kollegen. Naja, das ist jetzt mir aber zu leicht gemacht, Entschuldigung. Vielleicht kann Herr Prechter dann die Herausforderung noch mal ein bisschen erweitern. Ja, ich würde gern Sie fragen, Herr Yogeshwar. Sie sind einer der berühmtesten, besten und kompetentesten Vermittler von Naturwissenschaft im deutschen Fernsehen, auch eine Galionsfigur in dieser Rolle. Mir fällt aber eigentlich auf, dass für die Frage der Natur jetzt im Hinblick auf Naturschutz, Naturbewahrung, wir heute in einer Zeit leben, in der es kaum prominente Köpfe gibt. Wenn ich mal zurückdenke ins 20. Jahrhundert, die 60er, 70er, 80er Jahre, Figuren wie Horst Stern, wie Sielmann, wie Bernhard Schimek. Es gab Galionsfiguren, die dafür warben, dass wir unser Verhältnis zur Natur verändern sollten. Die sind heute quasi ähnlich wie die Dinosaurier, so scheint es mir, ausgestorben zu sein. Was glauben Sie, woran das liegt? Das kann wahrscheinlich viele Gründe haben. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir uns bewusst machen müssen, dass die Rezeption, die wir haben in Bezug auf Natur, sich ändert. Wenn man Schillers Wilhelm Tell liest, dann beschreibt er die Alpen. Und das ist eine Beschreibung, bei der die Alpen ziemlich mies und eigentlich bedrohlich sind. Inzwischen ist es so, dass man gerne dort Skiurlaub macht. Also Haltungen verändern sich. Als Schimek anfing, sich einzusetzen, auch für Reservate vor Ort,
hatte er Debatten darüber, weil ich glaube, es war der Staatschef von Uganda, sagte ihm, welcher normale Bürger käme auf die Idee, sich Elefanten oder Giraffen anzugucken. Also wir, glaube ich, haben eine gewisse Evolution mitgemacht, bei der mehrere Dinge passieren. Das erste ist, auch in Bezug auf Naturkundemuseen, wenn man einfach mal zurückgeht in der Zeit, gab es oft sozusagen die Sammelwut, die Katalogisierung, die Einordnung, die Benennung. Ich erinnere mich, weil ich eine gewisse Leidenschaft auch für diese Art von Museen habe, dass ich mir sie wirklich an verschiedensten Stellen der Welt anschaue. Ich erinnere mich, ich werde jetzt keine Namen nennen, von einem Museum in Südfrankreich, da sah ich so vollgepackte Kästen mit ähnlich aussehenden Vögeln, in die die Motten gegangen waren. Also das ist ein seltsames Verständnis von ja, Natur. Ich glaube, dass wir heute die Frage erneut stellen, das heißt die alte Frage erneut stellen, und das ist ein bisschen auch bei dir mitgeschwungen, es jetzt in Zeiten der Veränderung eine gewisse ja, Suche nach Orientierung gibt. Und man muss immer vorsichtig sein, da wird Natur ja manchmal gerne instrumentalisiert, immerhin 4,5 Milliarden Jahre ja, dauerte diese Entwicklung, die scheint irgendwie stabil zu sein. Und wir versuchen jetzt plötzlich aus der Natur heraus Leitlinien, Kategorien, Verhaltensweisen, vielleicht auch Alternativen zu ökonomischer Gier herauszudestillieren und zu sagen, gibt es einen Plan B, der uns vielleicht weiterbringt. Ich persönlich glaube einfach, das ist heute gar nicht so einfach. Und plädiere manchmal dafür, das ganz Elementare mal wirken zu lassen, nämlich das wirkliche Betrachten. Sie haben hier eine wunderbare Wand der Vielfalt. Und wenn man sich einfach mal dahinstellt und einfach mal guckt, was so da ist, was es an Formenvielfalt, an Vielfalt der verschiedensten Organismen im Wasser, unter Wasser, Räuber, Beute etc. Also ich glaube, in dem Moment, wo man das betrachtet, im Detail betrachtet, beginnt ein Prozess. Ich kann nicht genau sagen, was er auslöst, aber es passiert etwas. Und das ist vielleicht genau das, was in heutigen Zeiten vielleicht wichtiger ist. Und ist ja das Interessante an dem Beispiel, was Sie bei Schimmelk gesagt haben, als der in Serengeti darf nicht sterben, sagte der jedem Deutschen, der da damals den Film sah, für 2000 Mark können auch Sie in die Serengeti fliegen und können sich diese wunderbare Tierwelt dort anschauen. Das war gelogen. Das war gelogen, weil die Serengeti hatte gar keine Lodges. Das war eigentlich ein riesiges Game Reserve gewesen. Das heißt also, er bediente sich hier nicht der normativen Kraft des Faktischen, sondern der normativen Kraft des Fiktiven. Weil die Folge war, dass die Leute in die Reisebüros drängten und sagten, der Schimmelk hat gesagt, wir können für 2000 in die Serengeti. So, die Reisebüros fragten dann in Tansania nach und dann entstand auf einmal dort eine Tourismusindustrie und so wurde Nyerere, der Staatspräsident von Tansania, davon überzeugt, dass dieses Bedürfnis überhaupt besteht. Aber eigentlich war dieses Bedürfnis überhaupt erst geweckt worden. Das heißt also, die Zeiten sind sicherlich schwierig, aber sie bedarf charismatischer Persönlichkeiten, die auch mit solchen zum Teil etwas unlautereren Mitteln, wie Schimmelk sie gemacht hat, überhaupt die Menschen in die richtige Richtung bewegen und motivieren. Und das ist doch vielleicht auch eine Sache, wo man als Charakterstärker heute aus der Deckung kommen müsste. Und diesmal habe ich jetzt eine Frage an Herrn Vogel selber. Weil inwieweit sehen Sie sich in der Lage, eine solche Rolle spielen zu können? Ich bin selber mit Schimmelk groß geworden und das ist mit Sicherheit auch für mich eine prägende Person gewesen, die mir eine Liebe zur Natur und auch ein Verständnis für die Beobachtung von Natur gegeben hat. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Charaktere entwickelt und ich sehe da eben halt zum Beispiel so ein Haus wie dieses mit 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 450 authentische Charaktere, die sich entwickeln können, die mit ihrer täglichen Arbeit, aber auch mit ihrer
Kommunizierfreudigkeit und Authentizität für Natur stehen können. Also natürlich wird es sicherlich wichtig sein, einzelne Personen zu haben. Und ich bin ja auch in einer ganz guten Lage, mich auch mit Hilfe der tollen Medien, die auch heute Abend hier sind, zu artikulieren zu dem Thema. Aber ich glaube, dass wir viel, viel mehr machen müssen, dass wir nicht nur kommunizieren müssen mit den Medien, sondern auch im direkten Zugang. Deswegen ist es für uns als Haus zum Beispiel so wichtig, dass wir in unseren strukturierten Programmen, wo eben halt auch sowas wie hier heute Abend dazu gehört, mit jetzt 100.000 Leuten, also einem Achtel unserer Besucher, umgehen, um eben halt den direkten Kontakt zu pflegen. Menschen brauchen direkten Kontakt und nicht nur Medien. Und wir müssen alle daran arbeiten. Das kostet mehr Zeit, das kostet mehr Kraft. Aber ich glaube, und wie Herr Turner auch schon sagte, wenn die Wissenschaft als solches mit 500.000 Menschen, die hier in Deutschland vom Staat alimentiert werden, in der einen oder anderen Form Wissenschaft zu treiben, wenn die authentisch zu Wissenschaft als Prozess, ihrem Verständnis von Natur reden würden, und jeder von uns hat einen Kommunikationskreis persönlich von 60 bis 120 Leuten, dann könnten wir mit allen in Deutschland über Wissenschaft und über Natur reden. Der Einzelne ist vorausgesetzt, man hat Bekannte, die nicht in der Wissenschaft sind, sonst reden die nur miteinander. Ja, die Echo Chambers, ja, das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Botschaft authentisch rübertragen und so ein Ort wie ein Naturkundemuseum, und deswegen bin ich auch so froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen hier sind, bieten einmalige Möglichkeiten. Ich meine, Laurie, you have quite some interesting challenges over at your place. Here in Germany, we have an enormous insect dieback, and we have a system where we have scattered small nature reserves, and this insect dieback has demonstrated that this type of system of nature conservation has completely failed because it has not stopped the loss of diversity in Germany. You have huge nature reserves in your big country, and now even the big nature reserves are coming under threat. What is your response at the other side of the pond to such an assault? Not that I want to be political in any way. I'm in California. So safe. Yes, right. So you know what I'd like to focus on is not maybe so lofty, it is more day to day. And you know, Los Angeles is one of the largest cities in the world. Los Angeles County has 10 million people. It is a majority city now. Spanish is probably more popular at home now than English. And yet we have children that live near our museum who've never been to the beach, 5 miles away, 10 miles away. And so our goal as a museum has been to focus on our community, being a museum of, for, and with Los Angeles. And in doing so, we've created a museum of living nature, not just natural history. So we have a nature lab inside that opened in 2013 with nature gardens on the outside. And it's about observations. And our scientists that are part of an urban nature research center have combined their efforts with the community, with the people who live in Los Angeles, to record what is out in their backyards, in the parks, around the corner. Mm. And in doing so, in this nature lab, we show them what the nature is in Los Angeles. It is a biodiversity hotspot. There's wildlife. Not all of it's indigenous. Most of it is not these days. It's ridden in on some or another critter or nursery box. But this group of scientists with the citizens and the community in general have been mapping the biodiversity of Los Angeles. We have over 100,000 observations by 2,000 people. And I think what that has done is broken down the barriers. For me, I think we all know over 50% of the world now lives in urban centers. And Berlin, London, Los Angeles, New York, Mumbai, Shanghai, Jakarta, these are very different kinds of urban centers. So for us, we think that we need to reach people of all ages, particularly children, in working with them on recognizing what is in their backyard or down the street. And we recently had an Earth Day, a launch of an initiative we were doing.
And the video broke down. So I was, you know, I was kind of trying to figure out what to do while the media's there and I'm working on this. And I asked if there were any observations that somebody wanted to share. And we had a school class from really a rather underserved part of Los Angeles was there. And these two little boys came up. I mean, this gets to your point, Ranga. These two little boys said, "We have something to tell you." So we were walking to school this morning and we noticed a nest up in the tree. And we saw that this dove had made the nest from the twigs and the materials that were around on the lawn, on the ground. And I have to tell you, there was not a dry eye in the audience. For me, it was that observation that there is nature in their backyard that's going to create empathy in our children for what is beyond what they can experience. Because it's not relevant to them, it's going to be hard for them to understand and care about it. And we have to create this next generation of children who see the relevance of what is in their backyard, what is in their community, so that they can care about the planet. Herr Yogeshwar, Sie haben vorhin gesagt, sich auf Natur einzulassen, ist auch eine Frage der Haltung, nämlich eine Frage der Kontemplation, des sich vertiefen können, etwas, was vielen Kindern heute in einer sehr stark reizüberfluteten Welt, in der der alltägliche Bedarf nach Außeralltäglichem besonders groß geworden ist, oft nicht mehr gegeben ist. Aber Sie haben uns ein schönes Beispiel mitgebracht, wie man auch ohne Worte verstehen kann, welchen Zauber es hat, wenn man sich kontemplativ auf etwas einlässt. Wollen Sie uns das vorspielen? Das tue ich gerne. Und ich tue es gerne, weil ich glaube, ein Aspekt sehr wichtig ist, wenn wir heute uns einfach eine Frage stellen, wo sehen wir Natur? Und zwar eine Natur, die wirklich noch natürlich ist. Also ich rede nicht von Maisfeldern oder Plantagen, die verdächtig ähnlich aussehen und in der Vielfalt vielleicht doch eher einer Einfalt entsprechen. Dann glaube ich, stehen wir zunehmend vor einer echten Herausforderung. Wir müssen Menschen für etwas motivieren, für den Erhalt von etwas motivieren, was sie selber nicht mehr kennen. Und das Schlimmste ist, wenn das Gewissen der Worte anfängt zu wechseln, wenn der Begriff Natur, den heute vielleicht ein Stadtkind hat, definitiv anfängt anders zu werden als das, was vielleicht Natur in einem anderen Kontext ist. Ich mache Ihnen das einfach mal klar, weil ich im Laufe meiner Karriere sehr viel weltweit unterwegs war und in gewisser Weise in vielen Dokumentationen eigentlich regelmäßig mit etwas konfrontiert wurde, nämlich Dinge zu dokumentieren, in dem ständigen Bewusstsein, das, was ich hier noch vor Ort unter Umständen zeigen oder filmen kann, werden vielleicht meine Enkel schon gar nicht mehr kennen. Und das ist eine Kontinuität. Ich erinnere mich, im letzten Jahr war ich an der Westküste Costa Ricas und es sollte um eine große Sendung gehen zum Thema Leatherbacks, also die großen Schildkröten. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anschaut, kamen wir zu dem Punkt, dass tatsächlich während unserer Dreharbeiten keine da war. Das heißt, ich stand vor einem Konflikt zu sagen, okay, Fernsehen lügt sehr gerne. Und ich habe gesagt, nein, die Botschaft, dass keine da ist, ist so langsam auch eine. Denn wir haben heute im abendlichen Wohnzimmer immer noch das Gefühl, dass man nur an der Fernbedienung drehen muss. Ja. Und dann sieht man permanent Natur von links, von rechts, bei Sonnenuntergang, bei Sonnenaufgang. Und jeder, der einmal richtig in der Natur war und zum Beispiel versucht hat, Affen zu beobachten, wird feststellen, dass er etwa 10 Tage damit verbringt und nichts sieht. Nach 10 Tagen sieht er ein bisschen Affenkot und fängt schon an, euphorisch zu werden. Und vielleicht nach 3 Wochen sieht man den flüchtenden Hintern und denkt, wow. Das heißt, Natur ist nicht Coffee to go. Ich meine das einfach deutlich. Ich habe gedacht, okay, ich bringe
ein bisschen Geräusch mit. Das habe ich selber aufgezeichnet und ganz kurz zur Information, das ist mitten im Primärurwald Sumatras, also man muss sich auch vorstellen, auch das, es gibt keinen Parkplatz. Man kann nicht sozusagen ungestörte Natur besuchen, indem ein Besucherparkplatz da ist und dann steigt man ein. Also der Weg dahin, je beschwerlicher ist, umso klarer wird einem, da kommt man dann in Zonen, die ein bisschen anders sind. Ich spiele das einfach vor, weil ich finde, wir sehen ja heute Großartiges, aber vielleicht hören ist auch manchmal schön. Weiß nicht, der Ton müsste mich ein bisschen aufdrehen. Kann man es hören? Sie können selber mal so ein bisschen abschätzen, wie viele verschiedene Dinge Sie da hören. Das ist zum Beispiel ein Gibbon. Die sitzen immer oben heulend auf den Bäumen. Die Musikeinlage der heutigen Veranstaltung. Wenn Sie das nicht nur wie jetzt 30 Sekunden hören, sondern wirklich länger, passiert irgendetwas mit Ihnen. Und wenn Sie in ähnlicher Weise wirklich mal richtige Vielfalt sehen, richtige, nicht Fernsehvielfalt und nicht museal zusammengetragene oder zoologisch gezüchtete, sondern Vielfalt in einem Kontext, dann passiert etwas. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die wir heute haben, ist dieses Kapital einer Evolution, die über Milliarden Jahre ging, menschenbewusst zu machen, und zwar ohne, dass wir das eins zu eins direkt so in der direkten Erfahrung präsentieren können. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber dass man es machen sollte, glaube ich, ist nicht unerheblich. Wie man das macht, ist eine spannende Frage. Ich bin vor 2 Monaten an den Iguazu-Fällen gewesen in Argentinien und habe hunderte von Leuten erlebt, die sich alle vor den Wasserfall gestellt haben und Selfies von sich gemacht haben. Das heißt also, kaum einer hat sich den Wasserfall angeguckt, alle haben ständig geguckt, ob ihre Bilder von sich selber gut sind. Also wir leben in einer Welt, die mehr und mehr ein narzisstisches Spiegelkabinett wird. Wir vererben nicht Sensibilität für die Natur, sondern 1 Million Selfies an unsere Kinder, die sich keiner mehr anguckt. Und die Frage ist, was können die Medien in so einer Situation irgendwie oder können sie überhaupt etwas tun? Herr Turner, Sie sind ein Wolf, der viel Schnee in diesem Business gesehen hat. Was würden Sie sagen? Gibt es irgendetwas, was die Medien tun können, oder sind die Medien Getriebene eines Zeitgeistes, die eigentlich selber auch kein Heft des Handelns in dieser Frage in der Hand haben? Beides. Also Medien sind immer ein Spiegel ihres Publikums und ihrer Macher. Und wir in unserem Haus sind wahrscheinlich die Publikation auf der Welt außerhalb der engeren Szene, beispielsweise mit der höchsten sexuellen Diversität. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine sexuelle Neigung gibt, die es bei uns in der Redaktion nicht gibt. Ich habe davor in der Werbeagentur gearbeitet, da war es ähnlich ausgeprägt. Und wenn man jetzt sich überlegt, was fehlt uns? Handwerker, Naturwissenschaftler, Migranten. Das kommt uns aber nicht in den Sinn. Also unser Blick auf Diversität in der Gesellschaft ist sozusagen immer auf den Gesamtkosmos gerichtet. Und da kann man mit sehr viel Berechtigung sagen, dass Stadtluft macht frei, Zeitungsluft macht doppelt frei. Also Großstadtzeitungsluft ist das Freiste, was es vielleicht gibt. Und entsprechend sind wir ein ganz toller Anziehungspunkt für unglaublich viele kreative, tolle Leute, aber keine Naturwissenschaftler, Handwerker und Migranten. Und für mich ist also ein Punkt, dass wir so viel Vielfalt wie möglich in unserer Redaktion zusammenbringen und nicht über unsere eigene Blase stolpern. Wenn ich noch eine andere sexistische Bemerkung machen darf, ich habe das in Anwesenheit eines anderen Kindes von einem Professor bei uns gebraucht, allerdings eine Frau. Und ich habe gesagt, wenn wir sagen, alle mit Deutsch-Leistungskurs, höhere Tochter und geisteswissenschaftliche Ausbildung, wenn die jetzt alle den Raum verlassen, dann sind wir weg. Ja?
Und er sagt, aber sagen Sie bitte nicht höhere Tochter. Also der sozusagen, wir haben dieses Inzestöse, das haben wir eigentlich überall, sogar da, wo wir glauben, wir hätten es nicht. Und sich dessen bewusst zu werden, ist für meine Begriffe ein erster Teil, dass man Vielfalt aufnimmt und in allen Facetten versucht abzubilden und Teil der Medienwahrnehmung zu machen. Das ist für meine Begriffe ein erster, ganz wesentlicher Teil. Und das ist ein langer Marsch, weil es ist einem gar nicht bewusst. Also man hat gar nicht so viel Sauerstoff von außen, der einem das deutlich macht. Wenn ich nach der Selbstbezichtigung, was bei uns alles im Argen ist, da lässt sich noch einer draufsetzen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn Sie kein abgeschlossenes Studium haben, können Sie in Deutschland kein Volontariat im öffentlichen Rundfunk machen. Inzwischen ist das so, ja. Das ist seit 20 Jahren so, dass Sie kein Volontariat, oder seit 30 Jahren können Sie also kein Volontariat genau. machen ohne abgeschlossenes Hochschulstudium. Dann muss man sich nicht wundern, dass sich die Dinge entrücken, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe das in einem Kreis von ARD-Hierarchen gesagt und gesagt, ja, aber das gilt ja nur für die Redaktion. Eben ihr Deppen. Ja? Also also die Neugier auf das Fremde, das Erkennen dessen ist, kann man anlegen in Gruppen, in denen diese Gruppen wirklich vielfältig sind und nicht nur die Vielfalt des Mikrokosmos. Das wäre aus meiner Sicht ein erster wesentlicher Punkt. Ich finde, auch wenn Sie darauf keinen Wert legen, möchte ich Ihnen nochmal zustimmen, die individuelle persönliche Erfahrung überragt alle anderen Erlebnisse. Also ich kann nachvollziehen, ich bin da noch nie gewesen. Ich glaube auch, die Umweltbelastung, die von mir ausgeht, ist verzichtbar. Ich war noch nie an so einer Urwaldstelle, aber so wie Sie es erzählen, hat es Sie stärker beeindruckt, als mich meine bisherigen Wanderungen durch die Schorfheide beeindruckt haben. Diesen persönlichen Eindruck zu vermitteln, und zwar, Sie haben das gerade auch sehr gut angemerkt, in seiner Authentizität, also wie es wirklich gewesen ist. Ich bin immer noch leicht traumatisiert von einer Forschungsarbeit, von einem Forschungsvortrag von einer Dame, eine Wissenschaftlerin, die hat versucht, an der entlegensten Insel, auf die man gelangen kann, hat sie versucht festzustellen, wie viel Prozent der Vögel dort sind nicht mit Plastikpartikeln vergiftet oder beschädigt. Und die Antwort ist in Prozent ausgedruckt 0. Sie hat keinen einzigen Vogel gefunden, der nicht Plastikpartikel in irgendeiner Form in sich aufgenommen hatte. Das unterscheidet sich komplett von den fantastischen Delfinenfilmen, wo man so das Gefühl hat, man schwimmt mit, sondern es ist sozusagen das exakte Gegenteil. Und jetzt versuche ich wieder zu Ihrer Frage zurückzukommen. Natürlich fragt man sich als Medium, ist es nicht ein Abschaltimpuls? Also ist nicht zerstört nicht die Darstellung dieser Wahrheiten die ökonomische Grundlagen meines Berichtens? Ja, also wenn Sie sich angucken, die Fernsehdokumentationen, die Sie überall sehen, die sind eigentlich fast immer hochemotional, positiv, natürlich auch Empathie für Natur herstellend, aber wenn Sie dann die Schildkröte nicht zeigen und die plastikzerfressenen Eingeweide von Vögeln zeigen, das ist eigentlich nichts, was die Einschaltquote befördert. Und in diesem Dilemma sind alle Medien, ob sie nun privatwirtschaftlich finanziert sind oder gebührenfinanziert, da liegt eine Aufgabe vor uns. Vielleicht darf ich was ergänzen. Deine Frage war, was können zum Beispiel auch Medien machen? Und ich glaube, sie können eine Menge machen. Es ist ja ein bisschen angesprochen worden. Ein entscheidender Punkt bei Natur ist, dass wir wegkommen müssen von Konsumieren von Natur hin zu einer Beziehung bauen. Und es gibt so schöne Beispiele, die wir probiert haben und die sehr erfolgreich funktionieren, nicht nur bei uns, auch weltweit, firmiert unter dem, was man Citizen Science nennt. Also konkret Artenvielfalt nicht von oben herab zu senden, sondern Menschen aufzurufen und zu sagen, okay, guckt mal, was findet ihr? Wie viele Falter findet ihr? Wie viele Insekten findet ihr? Oder sozusagen, wie beginnt das biologische Frühjahr? Und den Menschen einfach mal sagen, okay,
schickt uns, und da ist sogar das Handy hilfreich, ja, Bilder, wann die ersten Blüten beginnen. Und wir bauen eine Karte und versuchen zu verstehen, wie das Frühjahr nach und nach von Süden Richtung Norden wandert. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, Menschen aktiv einbinden. Denn ich glaube, dieses veränderte oder bewusst veränderte Bewusstsein funktioniert nur dann, wenn es Beziehung beinhaltet, also wenn Menschen aktiv werden können. And that's what we're doing in Los Angeles, genau. Right? And because of that, I think that's the key, actually, because most people aren't going to go to these wonderful places. Exactly. Mm-hmm. They need to see what's around them to be touched by nature. And I think it's really incumbent on us to do that. So what we do with our scientists and our educators is we do bioblitzes out in different parts of the community with students. We work out of the libraries. We work with our county department of parks and rec. We're out with people of all ages making those observations. Snails, you know, lizards, the frogs, whatever it is that they can see. And using that for our scientific efforts, but also for this piece of really understanding that there are animals there that they maybe never bothered to look at. Mm-hmm. And the discovery of the slug, they're really quite cute. Also wenn ich für Deutschland, könnte ich mir eine Maßnahme vorstellen, die funktionieren könnte. Sie hat lokal, da wo ich wohne, ganz gut funktioniert. Wenn wir ein Programm aufsetzen und es gibt heute wunderbare Mikroskope, Aufsichtmikroskope, die teuer sind, aber sehr gut, die man in Grundschulen setzt. Und was ich festgestellt habe, ist, es reicht, wenn man einfach als Erwachsener anfängt zu gucken und geht. Weil das Interessante ist, Kinder kommen ziemlich schnell auf die Idee und fangen an zu sagen, oh, guck mal hier, oh, guck mal da. Und ich glaube, das ist so etwas, was sehr prägend ist. Also ich glaube, so ein Punkt, wenn man das, ich weiß nicht, das Land Berlin ist pleite, glaube ich, aber bessere Mikroskope einfach in Grundschulen, und zwar ohne, dass man daraus starre Unterrichtseinheiten baut, sondern einfach Kinder entdecken lässt, fände ich ziemlich cool. Ja. Laurie, quite interesting from our point of view. How did your organization go with you on this journey to becoming a more participatory, citizen community oriented natural history museum? What happened in your organization when they were challenged to become a more community, citizen driven natural history museum? I think it was embraced. The scientists have been doing it, work on a project called Bioscan for quite some time. They would put malaise traps in people's backyards and collect the materials. And as we continued to do that work, it seemed a natural extension, because in Los Angeles, you can't get into people's backyards, right? You can't do that here. So how do you mobilize that? I think one of the things we're doing now, though, is really intentionally getting beyond the audience that we would normally get, the people that come to the museum. Mm. How do we actually meet the community outside of the museum? So how do we get beyond the four walls? And that is where the work with what would be unusual locations for us, going to libraries, going to schools, going to parks and meeting up with folks, has made a difference. And I think it's become even more embraced. And that's because our staff on the ground floor see that is a democratization of science, and it makes it accessible to everyone. And it's worked very well, and people have embraced it, and we want to do more. We're going to have satellite nature labs out in different areas of Los Angeles, and we'll continue to do the work with our partners to leverage those partners, because like you, we don't have a staff that can be all over the county at once. So we're working very much to be a part of the community and to work with the community in this effort. Mm-hmm. And sometimes I have the feeling that in the Anglo-Saxon world, the scientists see themselves slightly different. They do not have to carry their white lab coats sort of as a shield
in front of them. You have a more natural, I would say, relationship as a scientist, feeling that you have a responsibility as a citizen, and vice versa. It's sometimes, I mean, it's changing here in Germany. There's no doubt about it, because there's a completely new generation of scientists coming along, and the young woman that Sebastian spoke about, who did these plastic in birds stories, that's sort of the new leading generation, excellent scientists, but highly conscientious about their responsibility towards society and so on and so forth. So it's coming along, but I think it's quite refreshing to see how you can break down barriers between science and society through authentic staff. Oh, no, I agree. I think one of the challenges that we have, and I'll just speak for the United States, the research shows that when you talk about destruction and climate change and the inability to, you know, roll it back, people just shut down. So I don't know if that happens here, but the question is, how do you help people see that there's some hope? So if you take, you know, a parking lot and make it into a garden, like we did at the Natural History Museum, or you break out the concrete of the LA River and you try to bring it back to some state that is never going to be truly natural, but will become a green space that people can begin to connect to. Mm-hmm. You are sorry. Go ahead, please. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, ich habe das Gefühl, man darf auch, oder man muss eine Klarheit haben, was man tatsächlich vermittelt. Wir sehen zu viele Strömungen, die entweder aus einem Museum eine Art Unterhaltungspark machen und am Ende gibt es für 20 Cent noch Hoppe Hoppe Reiter auf dem T-Rex in klein. Oder wir haben andere Museen, die mich fast an eine mahnende Predigt erinnern, wo man durch Säle geht und ständig das Gefühl hat, ja, ich gehe raus und ich bin deprimiert. Ich glaube, das tiefe Vertrauen, gerade in diesen Museen, dass das Sujet, um das es geht, an sich spannend genug ist. Ich muss kein großes Packaging machen, ich muss kein links und rechts davon Glitzer bauen, sondern einfach mal tief darauf vertrauen, dass, glaube ich, auch viele Menschen, wenn sie das die Chance bekommen, vielleicht von einem geführt, etwas wirklich zu sehen und zu entdecken, dass diese Sache an sich genug trägt. Ich glaube, Natur ist eines der ganz wenigen Dinge, wo wir mal ganz klar sagen können, da brauchen wir nicht dieses fluffy Marketing, was wir bei dem ganzen Schrott im Leben sonst brauchen. Also da geht es vielleicht einfach mal so. Mhm. Es gibt eine Frage, die mich in Bezug auf die Vereinigten Staaten sehr interessiert, weil wir ähnliche Vorboten auch sehen. Do you get the translation in time? Does it make sense? Or I don't know. Wir haben in den USA, aber in Deutschland auch, noch nie einen so hohen Anteil gehabt, formal so gut qualifizierter Menschen. Der Abiturientenanteil an einem Jahrgang hat, glaube ich, die 50% überschritten. Und immer mehr Menschen studieren, die Hochschulen werden größer, das sind alles mit viel Energie und großem Bemühen vorangetriebene Entwicklungen. Und gleichzeitig hatten wir noch nie so wenig Vertrauen in die Wissenschaft. Also wir qualifizieren immer mehr und gleichzeitig ist das Vertrauen in die Evidenz immer größer. Das Misstrauen in Evidenz, also der Anteil derer, die sagt, das glaube ich nicht, das ist deine Wahrheit, I have alternative facts. Und ein Phänomen, und da spielen die Medien in der Tat eine große Rolle in den Vereinigten Staaten, wenn man das beobachtet. Wir sind in Deutschland Gott sei Dank nicht so weit, aber die wirkliche Parallelwelten, wenn man mitverfolgt in den Vereinigten Staaten, beispielsweise Fox News, das haben wir in der Form in Deutschland so nicht und ich muss sagen, ich vermisse es auch nicht. Und man ernährt sich nur daraus, man lebt auf einem anderen Planeten. Und haben Sie eine Empfehlung, haben Sie einen Rat, wie man diese Entwicklung bei uns anfängt, wie man der entgegentritt? Also wie schafft man es, dass mit der immer stärkeren Verbreitung von höherer Bildung nicht einhergeht ein immer größeres Misstrauen in die Wissenschaft? Ein Paradox,
für das wir keine Antwort haben und eine, Sie haben eine, ein, und eine Fragestellung, die uns beschäftigt, wie wir das verhindern, damit wir nicht alle Vorbilder aus den Vereinigten Staaten übernehmen. Wow. So, I think I am not an expert on this by any means, but it is clear that in the United States you have radically different viewpoints about the world and the way to view the world. And I think that the political maps would show that the rural, less populated regions of the United States have not done as well economically. And they have felt isolated from what has been happening. And they, in some ways, I think they blame, right, science, progress, technology for impacting their lives. And so that has exacerbated what I think has happened in the country. Because you can look at the cities, the city centers, you know, they're not watching Fox News. Well, there are some. I'm not going to claim that there aren't any. but certainly it is those parts of the United States that are most challenged economically where you see these concerns. And also the very multicultural, multiracial United States of today is only going to continue. And I think that there is, and we'll say this, you know, that some white people feel threatened by that. So I think really embracing in a place like Los Angeles where people embrace the diversity, it's very expensive to live in Los Angeles, but yet people embrace the diversity, they embrace the progressive views, they see the diversity as a strength. There's more opportunity. Education is the key to that. Those regions where you see that happening, that mindset's not taking over. So I think the real critical question for the United States moving forward is how to break down those barriers. And unfortunately, I think you're not going to see, we're not seeing right now, the resources, the educational, the job training resources that need to go into those rural areas that are in really economically difficult ways, those resources have to go there for training so that they get new skills, and that's not happening. So I just think that it's very important to think about integration, embracing diversity, but also ensuring that the skill sets that are needed for the future are reaching all parts of the country. And that's a real challenge. And that's a role that this museum can certainly play here, is making sure that at least in this, in Berlin, that you're doing everything you can to ensure that access to what you have to offer is not just to a certain segment of society, but it really is to everybody who, you know, that you provide the opportunity for them to come here. Ich glaube, dass wir uns jetzt alle ein Glas Wasser oder auch ein bisschen Bier oder Alkohol verdient haben. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier sind heute Abend. Aber natürlich, ich glaube, unser aller Dank gilt diesem wunderbaren Panel hier. Danke für die tolle Diskussion und wir freuen uns auf weitere Fortsetzungen. Dankeschön.